Felix, wir sind hier in Berlin. Heute waren wir vor der Botschaft von Nordkorea. Jetzt sind wir hier am Pariser Platz vor der Botschaft der USA. Wir protestieren gegen das atomare Säbelrasseln dieser beiden Staaten. Kim Jong-un und Donald Trump nehmen die ganze Welt in Geiselhaft. Kim Jong-un prahlt mit Atomwaffentests. Donald Trump droht mit einem Atomkrieg, ganz offen. Das wollen wir nicht länger hinnehmen. Deswegen protestieren wir hier. Und gleichzeitig fordern wir auch ein internationales Atomwaffenverbot und dass die Bundesregierung sich dem anschließt. Im Juli haben die Vereinten Nationen so ein Verbot beschlossen. Und ab dem 20. September können die Staaten das unterzeichnen. Und wir möchten, dass die Bundesregierung dem auch dann beitritt. Genau, damit halt Atomwaffen wie andere Massenvernichtungswaffen verboten sind.